Moshpit Passion, you know, for the passion of music. Hallo und herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin euer Kaio, vielen lieben Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt. Und ja, heute gibt's wieder einen frischen Mosh-Check für euch. Und zwar habe ich die Band Awake the Mutes mit der Platte Ice. Ja, hier, das ist das feine Stück, bereits erschienen. Die Jungs sind momentan auch sehr, sehr gehypt. Zum Beispiel deren Single Salt wurde auf dem YouTube-Channel von Impericon, ich will nicht sagen geleakt, aber veröffentlicht in Kooperation natürlich. Und ja, das ist schon etwas, ne? Wenn man bei Impericon da released wird, in irgendeiner Art und Weise. Also da weiß man auch schon, was einen so soundtechnisch erwartet. Es ist nicht Metalcore, ich würde es eher so Gent, Deathcore, teilweise auch New Metal spielt da so eine Rolle drin. Und ja, erinnert mich auch stellenweise an eine Band wie Emur. Emur kann man doch schon als gute Referenz nehmen. Ja, und ich würde einfach mal sagen, wir hören in den Song Salt rein, weil der hat es echt in sich und auch mein persönlicher Lieblingssong hier. Und ab. So, jetzt geht's los. Also die typische New Metal Stimme, ne? So. Hat das von Jonathan Davis eh das Ganze aufgeregt. Aber auch das Riffing. Emur New Metal halt so, ja. Ballert. Ja, krass, Alter. Ich bin mal gespannt, wann der Mosh-Part kommt. Oh ja. Spiel mal einfach vor. Oh, jetzt ist böse. Obwohl. Achtet mal auf den Gesang, genauso wie Jonathan Davis. Dieses sensible, zerbrechliche. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt gibt's auch die 12. I push my thumbs into your eyes. Hat was von Slipknot. I push my thumbs into your eyes. Ja. Also man muss schon sagen, das ein oder andere Element wurde dann doch schon gekonnt an dieser Stelle übernommen von großen Szene-Bands und festgehalten auf der Platte mit dem schönen Titel Ice von Awake the Mutes. Ja, also wer auf Bands steht wie Emur, der wird hier voll auf seine Kosten kommen, geht voll auf die 12, krasse Produktion, astrein, glatt. Ja, wer auf den Sound steht, sollte hier definitiv die Band supporten. Schreibt uns mal unten in die Kommentare, wie ihr selber den Sound findet. Vielleicht kennt ihr die Band, supportet ihr die Jungs? Lasst es uns wissen. Wir diskutieren mit euch sehr, sehr gerne. Unten in den Kommentaren natürlich. Und ja, wenn ihr wollt, dass wir eure Platte besprechen für unseren YouTube-Channel, für unsere Zeitung oder Online-Scene, schaut einfach mal unter www.moshpitpassion.de/FAQ. Da findet ihr alle Informationen. Das soll es auch heute hier gewesen sein. Lasst uns noch zum Abschluss einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Das würde uns mega freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was und ciao.